zurück zu Dutch Teacher Klein Vollnacht. Wir haben ein Wunder vollbracht, sage ich es mal so. Und zwar ganzen Tonestone-Steine eingesammelt, die wir einsammeln müssen. Außer mir. Mr. Priester, bitte lobe mich. Ich habe alle Steine. Seid willkommen, ihr habt eine schwierige Aufgabe vor euch, aber ihr habt den Gemeinschaft eure Stärke wiederholt unter Beweis gestellt. Ich habe den Kronenstein von Hyroth in den Utreischen Kreis eingebracht. Jetzt können die Townstone-Steine folgen. Wir Mitglieder der Gemeinschaft des Utreischen Kreises beten für euren Erfolg, auf dass ihr die Steine richtig anordnen möget. Oh, das wird vielleicht zu schwer für mich. Bald werden wir die Geheimnisse der Utrea gelüftet haben. Wie ihr wisst, sind die Utrea schon vor Jahrhunderten verschwunden. Und der Text ist gerade auch nach oben verschwunden, indem er hochgescrollt ist. Ruinen ließen sie im Land zurück und den mythischen Tempel, den wir Basilikum nennen. Zwar bin ich selbst noch nie dorthin gereist, aber doch habe ich gehört, dass die Kreisruine von Hyroth dem Basilikum erstaunlich ähnlich sein soll. Ich habe viel über beide Bauwerke gelesen und es ist offensichtlich, dass schnelle Reisemethoden eine große Faszination auf die Utrea ausübt. Ich bin davon überzeugt, dass sie unseren Kreis errichteten, um dieses Land zugunsten eines besseren Ortes zu verlassen. Wenn ihr die Tonstones in den Kreis legt, werden wir sehen, wohin die Utrea gingen. Okay. Genau, in den Urlaub. In Tod, weißt du? Sind alle in den Urlaub gegangen. Divided Wemer. Ich muss mal überlegen. Der war da hinten, oder? Der Kreis. Irgendwo ist er. Oder? Nee, hier war der Basilikum zum Hub teleportieren. Peinlich, Chicken, peinlich. Wo war der Geist nochmal? Habt ihr ihn jetzt versteckt? Wir haben den vor uns versteckt. Ja, und hier liegt ja auch schon der Hyroth-Stein. Ich nehme schnell mit. Nein! Rieskal! Wow. Lang. Hanon ist so schwer, weil die Symbole gleich aussehen. Ja. Quillrabe. Christwind. Meeren. Und? Und Fallraren. Okay. Sehr komisch. Ich gemein gewesen, einen Stein gefehlt hätte. Wow. Erdbeben, ey. Oh. Der Himmel verdunkelt sich auch. So blutrot. Wir kommen auf dem roten Berg. Oh je. Auf zu Dark of Ur. Hinab. Oh, das sieht schon mal gut aus, das. Leiche. Okay, Jungs. Anna, an die Arbeit. Sieht gut aus. Erstmal Knochen und Leiche. Die utreischen Katakomben. Gallus Prozess. Ganz vorsichtig. Wer weiß, was sich hier befindet. Weil ich war noch niemals... Was unser Aufvertragbuch sagt, dass wir erstmal zum Hohepriester zurückkehren sollen. Ach, ernsthaft. Wahrscheinlich müssen wir dem erstmal sagen, ja, wir haben die Katakomben geöffnet. Gut, Beko. jetzt auch noch wieder hin, jetzt noch hin und zurück rennen. Könnt ihr uns nicht einfach so ein magisches Radio geben? Echt wahr. Oh nein, die Steine sind alle verschwunden.
Ja, die werden konsumiert, um das zu aktivieren. Okay. Müssen wir sehr vorsichtig sein. Deswegen haben wir ja Backup von unserem Charakteren gemacht. Stimmt, ja. Bei allen Göttern, was haben wir getan? Ich habe noch nie solche Kreaturen wie diese Malchen gesehen. Ja. Wir hatten ja den Kreis nie vervollständigen sollen. Oh, was für eine Katastrophe. Könnt ihr die Schreie der Sterbenden hören? Nee, ich höre nur gerade Donner. Ich glaube nicht, dass die Luft gefahrlos eingeatmet werden kann. So voller Asche und Schwefel. Wir müssen etwas unternehmen. Ich habe 3 Margin getötet, die zum Fenster hereingeklettert sind. Das sind keine Naturgeschöpfe. Wir müssen sie ausrotten. Sie scheinen durch den Utrechischen Kreis herausgekommen. Und dies bedeutet, dass es dort auch einen Weg nach unten gibt. Ich habe schon seit Jahren einen Zehnstein von der Legion in meinem Besitz. Hier, bringt ihn an den Ort unterhalb des Utrechischen Kreises, an dem die Margin ihre Kraft schöpfen. Ihr habt die Drachenkönigin bezwungen und konntet den Tonstone-Stein der Stadt Grayskull zurückgewinnen. Nur ihr habt den Mut und die Fähigkeiten, uns von den Margin zu befreien. Bitte lasst uns jetzt nicht im Stich. Doch. Doch. Welche? Das sind keine Leichen von Fenstern. Wovon redet der? Wen hat er denn da besiegt? Ich glaube, der lügt uns nur an. Wenn nur, dass wir die ganzen Schätze da unten plündern und dann uns die Klauen zurückkommen. Carlos Prozess habe ich vorhin aufgesammelt. Hochgehen Himmel auf die Mesa zum Mond mit den Dreifachsteinen. Hernieder mit den Kristalltempels Auge. Strehlende Gabe aus Jungfrauenhand. Das letzte Stück zum Greifen nah. Ein Akt des Glaubens beruft seinen Richter. Was ist das für ein Kauderwelsch? Stählerne Gabe aus Jungfrauenhand. Kristalltempels Auge. Ah, ich weiß, was damit gemeint ist. Das sind die Gegenstände, die wir für den allerletzten Dungeon brauchen. Der allerletzte Bonus-Dungeon. Boah, das ist kein Geländer. Oh, wir haben kein Geländer. Ah. Oh, es sind mich so sehr an die letzten Dungeons aus dem Hauptspiel. Jetzt zerstören die Magie, indem sie den Zehnstein der Legion in das innere Heiligtum des Verlieses des Utrechischen Kreises legen. Kehren sie zum Hohepriester Kavaren zurück, wenn die Magien besiegt sind. Okay. Alles klar. Machen wir mal. Jetzt sehe ich keine Margin. Sagte sie und das sind plötzlich welche. Ja, los, greif nur die. Revision an. Mit epischer Musik. Ich hab nur Dungeon-Musik. Ich hatte gerade die Musik, die damals gekommen ist, als wir in den Königreich-Ebenen diese Riesenspinne getötet haben. Also das bekämpft haben. Okay, jetzt habe ich die Musik. Ich kann nicht im Dungeon drehen, um diese Musik abzuspielen. Aber das war knapp. Weil sie uns auch wieder den heiteren gepackt haben. Ja. Tschüss, Draco. Nein, tschüss. Alles schluck auf. Oh nein.
Ohne Stab. Ich weiß, wir bauen nicht so gut. Tschüss, Wir sind angegackt. Tschüss, Mr. Lehrer. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Snape. Snape. Nein, wirf grüne Kugeln auf meinen Draco. Naja, er trägt schon grüne Kleidung. Ist halt ein Slytherin. Wir sollten auf die höhere Ebene, dort sind die Gegner. Gegenstab. Na, seid es eine weitere. Ja, los. Da Seite. Du gehst bis ich noch wieder rückwärts. Oh nein. Ja, ich hab gerade auch so ein Piri. Du bist der Host. Das ist mir egal. Also zwischen unseren beiden Verbindungen, Piri. So, irgendwas. Achso, du warst nicht. Ich habe ihn wegen des Lebens gesehen. Sehr viel flog über den Gegner, aber ich habe den Gegner deswegen nicht gesehen. So, wir sind uns sicher. Naja, wer weiß, was das da für ein Dampf ist, der aus den Schächten kommt. Ja, sieht ja nach Rauch aus. Ich nehme Geld, ey. Oh, muss ich sein. Die Vision ist verschwunden. Ja, wie kann ich es nur wagen? Ist auch jemand gedammt? Nee. Rauch. Oh ja, voll ein Leiche an die Wand gekettet. Und tschüss, Snape. Welcome back, Snape. Ja, und ein voller Deko, was? Wanddekoration. Wir gehen Treppe nach oben, um direkt wieder Treppe nach unten zu gehen. Was ist das für eine Logik? So, und sind auch interessante Fackeln. Ja. Okay, nach wieder oben. Hab ich auch in meinem Verlies hängen. Mein Verlies, ja. Genau, nicht schon. Ah, jetzt spät gezaubert. Egal, da kommen ja noch welche. Ah. Da wieder runter. Lallfaden. Metallfaden und so? Okay, was sind Metallfäden aber? Ich hab das innere Heiligtum betreten! Yay! Oh, das ist ein Boss. Malchin, da ist du den Mörder. Okay, ein Mörder. Der Mörder kriegt die Todesstrafe! Oh. Geschmolzene Handschuhe. Sehr Handschuhe. Ganz wertvollen Anschuhe. Stärke 51 habe ich ja fast so in 2000 Level. Draco, nein! Gut. Nette Doppelrunde. Zacke Frage. Der Gegner allein. Super Mauna Trunk! Super! Oh, das sind aber sehr viele Gegner. Ich hab die abgehauen. Ja, Safe ist gerade weg. Die Gegner sind gerade momentan von meiner Mission abgelenkt. Jetzt laufen wir auf Steak zu. Oder Chicken, keine Ahnung auf ihn.
Ja, wenn sie in mir drin stehen, dann kriegen die halt ein bisschen Verbrennungsschaden. Ja, zumindest sind die, wo sie schon besiegt, was vor einer Läsion schon ist. Was haben wir mit den Sarkophagen? Nichts. Doch, eine Falle. Eine Falle. Ein Sturmmax. Hier ist Zeug drin. Und was können eigentlich diese gelben Handschuhe? Es sind sowieso, braucht man Stärke für. Ja, aber die haben 5 Rüstungspunkte. Fernkampfschaden wird um 3% gesenkt. Er fügt einen Fernkampffähigkeitspunkt hinzu. 12 Gesundheitspunkte. Fügt einen Gesundheitspunkt pro Treffer hinzu und 2 Mana pro Treffer gestohlen. Also nicht so großartig. Ja. Die wirst du schon durch ein magisches Siegel mit Zeichen von Eldin magisch verschlossen? Mhm. Okay, müssen wir wohl. Okay. Erdbeben! Wieder. Hey, sind heller. Los, denken wir irgendwas aus diesen Kelchen. Ja, Kirschbananensaft. Nicht austrinken. Kirschbananensaft austrinken. Das riecht nach Falle. Keine Sorge, ich habe eine Gegenfalle. Meine Illusion. Mein Flammenring ist wieder weg. Oh. Was haben wir hier? Schöne Sachen. Geld. Stiefel. Was? Mitternachtsstiefel. 32 zur Rüstung hinzu. Mann, das ist jemand. Ich wusste es, der hat uns deswegen geschickt, weil es hier unten so viel Geld gibt. Ja, nur für das Geld. Nein, wird er uns hin. Verarschen. Lieblings Panzerhandschuhe. Wow. Normales Schild. Erhöht die Körperkraft des Charakters um 5 Stärkepunkte. Cool. Da braucht man erstmal selber Stärkepunkte für. Könnte ich. Oh, du hast eine Truhe, Zauberfähigkeit. Schwächere Verteidigungspunkte. 600. Ein bisschen mehr Gesundheit. Prozent des Schadens Gegner zurückreflektiert, wow. Das hat Kampfzauberfähigkeitspunkte, aber braucht ach, sehr viel Stärke. Also haben wir den Willst zum Verkaufen. Zum Verkaufen? Weil ich sehr viel Gold hier eingesammelt habe. Welche von den ganzen Sachen? Die lila oder pink? Also die hellblau leuchtenden. Das sind nämlich die wertvollen. Gewöhnlichen blauen sind halt weniger wert. So, jetzt haben wir das so gut geplündert, wie es geht. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Oh. Dann wieder zurück zu Priesterlein und sagen, es ist erledigt, die Aufgabe. Schon ein bisschen enttäuschend. Ja. War nicht schwierig Gegner, aber kein wirkliches Hindernis. Nicht so kurz in Erinnerung. Ich war noch nie hier unten, weil ich noch nie in Mutterkarte geschafft habe. Es speichert aber nicht den Fortschritt wie den heutigen Action-Rollenspielen. In Legends of Arana wird alles gespeichert. Gott sei vom Quest, Dank. Vom Quest-Fortschritt her. Aber das da müssen wir auch immer Backup von unseren Charakteren machen. Weil falls eine Aufnahme schief geht, müssen wir Backup laden. Oh ja. Einfach mich rechts klicken, um zu folgen, weil ich dir voraus bin. Ich bin schon
fast da. Ja. Jetzt bin ich da. Wie lange hat es gedauert? Eine halbe Stunde. Ich meine, nicht mal eine halbe Stunde. Wir haben da 20 nach so angefangen. Lächerlich. Ich glaube, 20 Minuten gedauert. Der Dungeon. Okay. Welche Richtung ging es nochmal? Lass mal den Typ sagen, dass das erledigt ist. Ich weiß, ich wusste nur nicht mehr, in welche Richtung das in sein Haus lag. Südwesten. Mehr Süden als Westen. Hallo Typ, ihr seid zurück? Die Magien sind tot? Oh, den Göttern sei Dank. Die gesamte Halbinsel von Utrea ist wieder sicher. Ihr werdet auf ewig dafür in Erinnerung bleiben, dass ihr uns vor unserem eigenen Ehrgeiz gerettet habt. Utrescher Helm. Ich will erstmal Zeugs verkaufen. Die bauen jetzt eine Statuen zu unseren Ehren. Und die Helme denn eigentlich? Oh, ich brauche beide Stärke 41. Führt der Intelligenzpunkt hinzu? Ich brauche meinen Helm auch. Schau nur, ob beide Werte. Ja, die haben beide dieselben Werte. Also, er fügt einen Intelligenzpunkt hinzu, das ist gut. Für Rüstung plus 3. Fügt 3 Mana pro Defense und Geschicklichkeit um plus 2. Stärke 41. Ja, ja. Habe ich ja fast so. Ich bin bald Stärke 21. Hm. Sei es noch über 20. Ja, müssen wir halt im Nahkampf trainieren. Ja, ein paar Sachen verkaufen. Ich denke, ein paar Heiltränke. Wenn ich mit einem Wissen frei machen kann. Ich habe noch diesen Siegelring der europäischen Beschützer mit Rüstung 3. Das nicht verkauft werden kann. Oh. Als Andenken behalten. Schöne goldene Handschuhe, ey. Ja, das so viel Stärke braucht. Ich behalte halt mal den Helm als Andenken. Als Andenken. Ja, es ist Questbelohnung zum Abschließen der Hauptstory in diesem Spiel, also in dieser Karte. Ich hoffe, das ist der richtige Gegenstand. Was müsste da sein? Der Helm, ja. Nein. Nee, was ich von dem Dungeon aufgesammelt habe. Ach so. Schnell Tür zu. Dann tun wir jetzt Sonderstuff. Jetzt, wo wir mit der Aufgabe fertig sind. Ja. Jetzt kommen die Seiten-Dungeons. Die Seiten-Dungeons. Also, der erste Dungeon ist... Wir gehen erstmal nach Grayskull, weil das ist als jüngstes in Erinnerung uns ja geblieben. Haben wir erst vor kurzem erfahren, dass es wohl dort in der unendlichen Wüste Pyramiden geben soll. Und dem gehen wir mal auf den Grund. 3 oder 2? Ich habe nicht verstanden. 2. 2, gut. 2. 2. Nein, ich will keine Tipps. Keine Tipps, bitte. Keine Tipps. Da haben keine Tipps. Keine Tipps. Dann führen uns in die Wüste, Basilikum. Ja, in die Wüste. Grayskull! Schöne Hafenmusik. Grayskull. Zwei Leute, die im Basilikum verlassen. Na, 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 na. Wer von denen hat eigentlich nochmal das mit der Wüste erwähnt? Gute Frage, nächste Frage. Dann auf und reden Dieden. Man sagt, es gibt irgendwo in der endlosen Wüste tief im Südosten alte Pyramiden. Schwere Rüstung. Ja, irgendwo im Südosten. Irgendwo ist sehr vage. Na gut. Oh, Mr. Dingshändler, was hast du denn so an schönes Sachen? 107. Ach, sowieso viel schwächer. Das ist interessant, ein Schild für mich. Schilde. Stichern und 6. Fernkampf! Und Gesundheit! Ja. Naturzauber und 10% Chance bei Schaden Erschöpfung einzusetzen. Aber der hat Verteidigung 8. Ja. Na gut. Wir haben hier sowieso
Ja, Verteidigungswert von 32. Naja, obwohl, ist Verteidigung egal bei Schildern, wenn wir kein Schild benutzen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Na, Eselines. Hundeleins. Jetzt sind diese nicht verletzt, wie der eine von der Händlerin auf dem Weg zur... Ja. Zur Drachenkönigin oder was nach der Drachenkönigin? Ich glaube, es war nach der Drachenkönigin. Vor der Drachenkönigin war der Esel. Achso, okay. War ja vor dem Drachennest. Genau. Meine, so, die eine Frau hat gesagt, wir sollen nach Südosten laufen. Was gehen wir nach Norden? Mal ist ein kleiner Schluck. Ich sag, ich warm heute. Folge mir. Klick auf mein Bild und folge mir einfach. Okay. Klick ich auf mein dir. Bild und folge mir einfach. Ich muss dir ja folgen. Ja, ich muss dir ja folgen, weil du hast ja den Weg ausgekundschaftet. Ja, ich denke, er ist noch Vorbereitung gemacht mit dem Pyramiden suchen. Vor allem hat die Frau gesagt, im Südosten. Nee, eigentlich Südwesten. Ja. Obwohl, das ist eigentlich vollkommen gleichgültig, ob Westen oder Osten. Weil der Süden nicht die falsche Richtung ist. Aber wenn man nach Westen geht, kommt man irgendwann im Osten an. In real life. So funktionieren ja noch leider die Welt ist doch flach. Nein. Ich weiß. Mach nur über die ganzen Flacherden. Flacherde, Leute, mich lustig. Flacherde. Sie machen mich über die Leute lustig. Ja, so flach wie dein Kopf. So flach wie deine Brust, hahaha. Meine Hühnerbrust. Ja, meine wunderschöne Hühnerbrust. Ja. Amber, also Amber ist Cyborg aus Brasilien, hat auch eine flache Brust. Weil sie hat einen Roboter gebaut. Naja, so als Metallklotz muss man keine Kinder zur Welt bringen und ernähren. Mann, wie ist denn am Rand des Meses zu laufen, wenn wir schon wieder in CSM 3 mit der Speedrun-Strategie. Wir müssen Kiesel ausweichen, ja. Hungrigen Riesen da. Hungrige Riesenwurm. Ja, Kiesel. Das ist eine langweilige Tour. Das sind Pyramiden. Ja, so ungefähr 5 Minuten dauert der Fußmarsch. Oh mein Gott. 5 Minuten einfach nur. Kaum Content. Ach ja. Ja, es wird ein bisschen langweilig. Ja, stimmt, wir wollen nicht den letzten Tag, also gestern Tag aufnehmen, aber dann halt schon mal wieder mit dem scheiß Magen. Vielleicht finden wir in der Pyramide ein Heilmittel dafür. Ja. Dafür haben wir da auch Mumien. Werden wir sehen, wenn wir da ankommen. Nee, hey, Mumien verbrennen. Chick macht einen auch voll auf geheimnisvoll. Geheime Hühnchen. Kleine freche Hühnchen. Ah, voll frisch und so. Oh Mann, aber sind nur die letzten 3 Dungeons. Dann ist die Mutter der Karte jetzt schon mal hinter uns. Guck mal, jetzt ist offen. Nee, ähnlich nach 2 Jahren. Ach, oh, das war ein riesen Kreatur hier. Ob schon das Drache war oder ein Dinosaurier? Keine Ahnung. Also falls du Durst hast, könntest du ein bisschen Kürbissaft trinken. Sind das Kürbisse oder? Kaktussaft, nicht Kürbissaft. Kaktussaft. Hab ich gewundert. Diese Kürbisse sehen echt komisch aus. Kaktus. Oh, meine Augen jucken heute so ich. Und dann hast du komische Halluzinationen von irgendwelchen. Oh, guck mal, was hier noch steht. Eine Wiederbelebungsschrein. Also mal in der Wüste verreckt. Wie lange hält der Todes-Countdown? 2 Minuten nur?
bis man hier ankommt, ihn findet irgendwo mitten in der Wüste, ist er schon ausgelaufen.